Der 29. April 2011 wird in die royale Geschichte eingehen. Prinz William heiratet seine Kate. Nach der Trauung folgt eine Parade quer durch London. Wir zeigen Ihnen, welchen Weg das Brautpaar an diesem ganz besonderen Tag zurücklegen wird. Goring Hotel. Wird man hier den ersten Blick aufs Brautkleid erhaschen können? Hier, gleich hinter dem Buckingham Palast, brechen Catherine Middleton und ihr Papa zur Kirche auf. Ausländische Royals, die nicht im Palast unterkommen, übernachten oft im Goring. Meist lieber als bei der Queen. Hier habe ich wenigstens mein eigenes Bad, seufzte mal ein skandinavischer Prinz. Clarence House. Der Bräutigam tritt vom Elternhaus aus den Gang zum Altar an. Ein halbes Jahrhundert lang wohnte hier Williams Uroma, die Königin Mutter Elizabeth. Nach ihrem Tod im Alter von 101 Jahren zogen Charles und Camilla ein. Westminster Abbey. Hymnen, Halleluja und Hochrufe. In der 1000 Jahre alten Kirche werden Royals gekrönt, verheiratet und beerdigt. Die Abbey ist im Thema als die Paulskathedrale, wo Prinz Charles und Lady Di heirateten. Endlich ein Paar. Und jetzt sollte man ein Mullah, ein Methodist oder mindestens Mitarbeiter einer Anwaltskanzlei sein. Dann hätte man einen Logenplatz mit Blick aufs frisch getraute Paar. Der Büroturm der iranischen Ölgesellschaft, die riesige Kirchenhalle der Methodisten und mehrere Anwaltskanzleien umstehen den Platz vor der Abtei. Whitehall. Mit klappernden Hufen geht es, endlich in einer Kutsche, vorbei an Big Ben. Denkmälern Winston Churchills und Abraham Lincolns und einem Peace Camp von Kriegsgegnern. Dann die Regierungsstraße Whitehall entlang. Mit Finanz-, Gesundheits- und Verteidigungsministerium sowie dem Banqueting House. Hier stieg, ein schlechtes Omen, 1649 Williams Vorgänger Charles I. aufs Schafott. Gegenüber liegt die Downing Street, wo Premierminister David Cameron volksnah eine Straßenparty schmeißt, sobald er sich aus dem Palast davonstehlen kann. Horse Guards Parade. Eine freie Fläche, so groß, einladend und staubig wie die Wüste Gobi. Es ist aber eine Abkürzung, die den Weg über den Trafalgar Square erspart. Außerdem nimmt die Queen hier jedes Jahr die Truppenparade zu ihrem Geburtstag ab. The Mall. Londons Gegenstück zu Champs-Élysées und unter den Linden. Nur ohne Straßencafés und Nobelläden. Dafür blicken Wissenschaftler, Pathologen, adlige Snobs und ein toter deutscher Hund auf die Prachtstraße hinab. In den neoklassizistischen Gebäuden der Carlton House Terrace sind die Royal Society, das Royal College of Pathologists und der Turf Club untergebracht. Londons edelster Herrenclub. Und in einem Gärtchen liegt Giro begraben, der Hund des ersten deutschen Nazi-Botschafters Leopold von Hoesch. Buckingham Palace. Home sweet home. Jetzt schnell hinauf in den zweiten Stock in den chinesischen Salon. Von hier öffnen sich die Türen zum Balkon, auf dem Brautpaar, Eltern, Geschwister, Schwägerinnen und Schwäger in die jubelnde Menge winken werden. Und wenn sie nicht gestorben sind?